Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar eigenes Land und eigene Familie zuerst. Warum spendet Deutschland Multimilliarden an andere Menschen, während es bei uns noch Menschen gibt, die auf der Straße sind, während es bei uns noch mangelnde Infrastruktur gibt, während es bei uns noch mangelndes Internetnetz gibt, mangelnde Netzabdeckung, mangelnde Bildung? Ja? Eigenes Land first und auch eigene Familie first. Und ich rede eben deswegen so viel über das Thema Männer und Frauen. Leute, mir geht es da nicht ums Rumgerammeln. Mir geht es doch nicht um das Rumgerammeln. Mir ist egal, dieses ganze Dating und Rumgerammeln und die, das, Leute, das ist mir egal. Mir geht es um das Frauen- und Männerthema, weil nur wenn der Mann die männliche Rolle einnimmt, die Frau die weibliche Rolle einnimmt und die zueinander finden, dann kann eine Familie entstehen. Und nur wenn beide Partner zusammenarbeiten und Kinder kriegen, kommt eine gute Erziehung zustande. Und nur mit einer harmonischen Beziehung und einer guten Erziehung kommen Kinder zustande, die nicht kriminell sind, die nicht depressiv sind, die einen Mehrwert bieten für die Gesellschaft. Und deswegen geht es bei dem Männer- und Frauenthema mehr als nur sich selber. Es geht um die Familienbildung, um Stabilität in der Gesellschaft und um Kinder zu erziehen, die wertvoll für die Gesellschaft sind. Darum geht es mir bei diesem Thema, okay? Weiter, und zwar Punkt Nummer 5. Rollenverteilung von Männern und Frauen. Eines meiner Prinzipien ist es, dass man sich als Mann männlich verhaltet und die männliche Rolle einnimmt. Und dass Frauen sich weiblich verhalten und die weibliche Rolle einnehmen. Dazu werde ich jetzt nicht tiefer eintauchen. Das kommt dann in den kommenden Live-Chats, okay? Und schreibt auch mal gerne rein, was ihr in Zukunft haben wollt in den Live-Chats, okay? Außerdem, Marco Janik sagt, das hast du gut gesagt, Karl. Und Marvin von Walter sagt auch, richtig, Karl. Also, dann das nächste Thema, und zwar Punkt Nummer 6. Disziplin. Leute, ihr wisst nicht, wie viele Mitarbeiter ich schon hatte. Die konnten nicht mal 7 Tage einen Report ausfüllen. Sie haben alle nach 3 bis 4, also 80% der Leute kacken nach 3 bis 4 Tage ab. 90% der Menschen können keinen Ernährungsplan befolgen, keinen Trainingsplan befolgen, können nicht mal sich abends und morgens ihre Ziele aufschreiben. Der Status von Disziplin in Deutschland, Leute, Deutschland war bekannt für Disziplin, für Pünktlichkeit, für Sorgfältigkeit. Das sind die deutschen Werte, Leute. Wenn ich hier nach Mexiko komme und die sehen mich als Deutscher, die sagen, oh, very good, ja. Die denken, Deutsche sind intelligent, diszipliniert, pünktlich. Sorgfältig, das sind deutsche Werte. Und Leute, wenn ihr keine Disziplin habt, dann schminkt euch ab. Keine Disziplin, kein Erfolg, kein Glück. In keinem Lebensbereich. Ohne Disziplin wirst du eine unglückliche Beziehung haben, wirst du fett und ungesund werden, pleite und alles, was schlecht ist. Und ich werde auch zu all diesen Themen, Leute, noch einzelne Livestreams und noch einzelne Live-Chats machen, okay? Wir kommen zum nächsten Punkt, und zwar Punkt Nummer 7, Respekt. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand den Kellner schlecht behandelt, die Putzfrau schlecht behandelt, nicht Bitte sagt, nicht Danke sagt, nicht nett ist, nicht lächelt, dann sehe ich schon, die Erziehung ging total in die Hose. Was heißt Respekt? Respekt heißt, ich schaue Menschen in die Augen, ich begrüße Menschen, ich sage Hallo, Tschüss, was brauchst du, kann ich dir helfen? Ich sage Bitte, Danke, ich bin nett, ich lächle auch mal und ich bin einfach allgemein respektvoll. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und zwar, ich bin vor allem auch respektvoll zu Menschen, die vielleicht vom Status oder finanziell oder gesellschaftlich vielleicht nicht
da sind, wo ich jetzt gerade bin. Aber ich behandle trotzdem alle Menschen nett und mit Respekt. Ich lasse Menschen aussprechen, ich falle ihnen nicht ins Wort, ich gebe Menschen, ich gebe Menschen die Chancen, sich zu erklären. Ich verdrehe nicht das Wort von anderen Menschen. Und da ist jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel solche Leute wie Tim Jacken, die sind respektlos. Und deswegen werden die auch nie den Erfolg haben, den sie haben könnten. Viele dieser ganzen, auch YouTuber und Social Media Persönlichkeiten, die haben keinen Respekt mehr. Die haben keinen Respekt mehr. Die haben keinen Respekt. Auch zum Beispiel jemand wie Shirin David, die sich im Internet so freizügig zeigt. Ich finde, da fehlt ein gewisses Feingefühl und auch ein gewisser Respekt. Ich finde es respektlos, sich so zu zeigen. Ich finde es auch respektlos, wenn man nur mit Fäkalsprache spricht. Das sind alles Dinge, Leute, das ist alles respektlos. Punkt Nummer 8, und zwar harte Arbeit. Harte Arbeit. Ich weiß, es gibt diesen Spruch, und dieser Spruch, der kam natürlich durch die NS-Zeit, durch die Zeit vom Holocaust, kam dieser Spruch sehr stark in Berufung, und zwar Arbeit macht frei. Das war bei vielen KZs. Und diesen Spruch, den kann man, den soll man heutzutage nicht mehr so sagen, weil er eben aus dieser NS-Zeit kommt, weil er aus der Holocaust-Zeit kommt, weil er aus dieser KZ-Zeit kommt, wo viele schlimme Dinge passiert sind. Ich weiß, diesen Spruch, den darf man eigentlich auch so nicht mehr sagen, aber ich muss sagen, für mich persönlich stimmt dieser Spruch so. Also für mich persönlich, also ich bekomme, nachdem ich hart arbeite, wirklich ein freieres Gefühl. Also mich befreit arbeiten wirklich. Mehrwert schaffen, mein Potenzial ausschöpfen, hart zu arbeiten, diszipliniert zu sein, das befreit mich, das macht mich frei, das macht mich glücklich. Und wenn ich faulenze, wenn ich unter meinem Potenzial bleibe, wenn ich wüsste, ich sollte das machen, aber ich habe es nicht gemacht, dann fühle ich mich danach schlecht und nutzlos. Entspannung ist was anderes, Leute. Ich nutze wirklich 10-20% meiner Zeit für aktive Entspannung. Aber dieser Spruch, der in Berufung geraten ist durch die NS-Zeit, der stimmt für mich wirklich. Da war es ja so, die Leute kamen in die KZs und mussten dort arbeiten. Und natürlich hat Arbeit sie dort nicht frei gemacht. Deswegen war das ja auch ein zynischer Spruch. Aber heutzutage macht dich eben Arbeit frei. Weil wenn du jetzt heutzutage arbeitest, dann macht dich erstmal im Kopf frei, also mental frei, weil dir geht es besser. Und zweitens, du verdienst im Regelfall Geld, wenn du es richtig anstellst. Und dann wirst du eben auch finanziell frei. Also mental frei, emotional frei und finanziell frei. Und dann wirst du eben auch örtlich frei. Und ich weiß, jetzt wird wahrscheinlich wieder irgendjemand kommen und das Ganze aus dem Kontext ziehen und sagen, der Karl ist jetzt, der Karl mit seinem Glatzkopf, jetzt ist er auch noch ein Nazi, aber natürlich nicht. Natürlich stimmt es nicht. Ich bin auch nicht ausländerfeindlich oder irgendwas. Das ist alles völliger Schwachsinn, Leute. Okay?